Bin mal gespannt, wie euch der Wagen gefällt. Ich kann die Kamera nicht halten. Von Audi in VW, das ist jetzt natürlich nicht so schön. Da würde ich gerne mit euch, wenn ihr Bock habt, Sonntagabend hatte ich mal mir so überlegt, 18 Uhr bei Twitch, könnt ihr gerne mal reinschauen, ich blende das hier auch nochmal ein. Vom Verbrauch liegen würde, wenn man jetzt sportlich fährt, weil das ist ja auch wichtig. Also du kaufst ja nicht so ein 340 PS Dieselhammer hier, wenn du hier nur am Kriechen bist. Ja, das ist eher schon mein Ding. 190, das ist 200. Verbrauch ist ja der Wahnsinn, wenn man so überlegt, ne, ist der alte X3, seht das hier? Was für ein Zufall. Ja, hi Leute, herzlich willkommen auf meinem BMW-Kanal M4 Live und hinter mir könnt ihr sehen, BMW X3, aber kein normaler, sondern M40D, also der hat jetzt 340 PS, das ist ein Diesel, eigentlich, ich glaube, volle Hütte, knapp über 100.000 Liter Preis, zu verkaufen ist der ab, ich glaube, 81 noch was. Liebe Grüße gehen nochmal an Proka raus, Automobile in Hagen, Iserlohn. Liebe Grüße mal an Timo, der mir den gerade zur Verfügung gestellt hat. Und liebe Grüße mal an Stefan, der die ganze Zeit den gefahren ist und ich mich auch beeile, damit er pünktlich nach Hause kommt. Zeige ich den Wagen jetzt mal, wir gehen einfach mal drumrum. Ich schaue mal, ob wir irgendwie nochmal Zeiten messen können und top ausgestattet. Ich bin gerade eine kurze Runde gefahren, hat schon super viel Spaß gemacht. Bloß was mir auch gefallen ist, das muss ich euch ja sagen, ich komme mir vor, als wenn ich wirklich in meinem X5 sitze. Weil wenn du da auf der Autobahn neben den anderen Autos fährst, dann denkst du, ey, die werden immer größer, die Autos. Und ja, genug gequatscht. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da oben da. Wir gehen so langsam auf die 30.000er-Marke zu und würde mich super über ein Abo von euch da draußen freuen. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen da oben und jetzt genug gequatscht. Viel Spaß mit dem Video. Los geht's. Da ist er nun, der schicke X3 M40D. Könnt ihr das nochmal sehen, so schaut er aus. Und natürlich darf das Laserlicht ja nicht fehlen. Ja? Ach, jetzt habe ich den Schlüssel drin. Ich wollte auch schon das Licht mal anmachen, damit ihr sehen könnt. Vom Verhältnis von der Niere und so finde ich das alles richtig perfekt. Und ja, so passt das eigentlich zum großen Wagen. Jetzt schauen wir es mal von der Seite an, weil ich euch das ja gerade gesagt habe, wie groß der ist. Das ist schon krass. Also der kommt vielleicht jetzt im Video kleiner rüber. Wenn man drin sitzt, dann denkt man aus, Mann, Mann, Mann. Früher war so ein X3 nicht so groß und bullig, ja. Aber ist natürlich schön. Wird von der Ausstattung immer mehr kommen. So schaut er von hinten aus. Und ich werde mal schauen, ob ich vielleicht gleich noch mal irgendwie einen kurzen Vergleich machen kann zu dem Vorgänger, zu dem alten X3. Damit ihr das mal seht, wie der Unterschied ist. Und da seht ihr auch hier M40D X3. Also ihr seht wirklich, das ist ein X3. Kein größerer. Farbe müsste Saphir schwarz sein, Metallic. Das sind jetzt hier nur die Winterreifen drauf, Winterräder, ein 20 Zoll. Normalerweise hat der 21 Zoll. Ich gucke mal, ob ich sowas noch einblende. Aha, was sagt ihr dazu? Bin mal gespannt, wie euch der Wagen gefällt. Und generell, wie ist das aber für euch da draußen? So X-Modelle, ist das was für euch? Was sagst du? Nee, wenn dann aber lieber ein Kombi oder Limousine. Müssen wir eigentlich mal so abstimmen, wie so die X-Modelle bei euch ankommen. Aber ich finde das immer so, je älter man wird, umso bequemer möchte man einsteigen. Und dann kommen solche X-Modelle immer ganz gut. Und hier seht ihr es auch nochmal, Laserlicht. An den blauen Elementen lädt das immer. Und da steht es auch nochmal Laser. Hat natürlich auch großes Panoramaglasdach. Der hat auch eine Standheizung verbaut. Der hat so ein Winterpaket, hat der 360-Grad-Kamera. Der hat auch eine Anhängerkupplung, eine ausfahrbare. Die hat er auch. Ich würde sagen, wir machen erstmal den Kofferraum auf. Könnt ihr das auch nochmal sehen, so sieht der Kofferraum aus. Das Volumen vom Kofferraum schreibe ich auch natürlich nochmal rein. Hier ist noch ein kleiner doppelter Boden. Da könnt ihr noch was reinpacken hier. Und natürlich auch wieder die Schiebemechanismus. Ja, das könnten wir nach hinten machen. Das könnt ihr hier. Und könnt das wieder rausnehmen und dann auch wieder Sitze umklappen. Aber so könnt ihr sehen. So sieht er aus. Das Panoramadach sieht natürlich mega aus. Da bin ich immer so ein Fan von. Machen wir wieder zu hier. Wie gefallen euch denn die Rückleuchten? Also ich habe die jetzt mal angemacht, dann seht ihr das hier. Ist ja auch dieses neue Design. Hat man ja schon mal bei dem anderen BMW gesehen. Aber ich finde die ganz schön. Also das ist so die größte Veränderung eben halt zu den alten Modellen. Mache ich nochmal Licht an für euch hier. Damit ihr es sehen könnt, das Flackern kommt jetzt von der Kamera. Das Flackern nämlich nichts. Kommt die Sonne nochmal raus. Innenraum zeige ich euch mal. Was euch sofort auffällt, ist hier die Carbonleisten. Also die müssen eigentlich immer dabei sein. Das ist mein Geschmack, wenn du schon so einen M40D hast. Das sind die Sportsitze. Sehr, sehr schön. Und sehr super Seitenhalt geben die. Und normalerweise habt ihr Kunstleder drin. Und wenn ihr aber Leder haben wollt, andere Sitze haben möchte, dann ist das wieder ein Aufpreis. Ja, das ist dann nicht mehr so schön. Schön und clean, wie ihr es alle kennt, auch mit dem Tacho eben halt. Head-Up-Display habt ihr da noch drin. Das ist die Mittelkonsole. Schnellknöpfe drauf. Aber hier habt ihr noch physische Tasten. Seht ihr das hier? Diese Kurzwahltasten, die haben ja alle geliebt bei BMW. Da kannst du alles Mögliche drauf programmieren.
sag ich mal, Navigationsstil, Arbeit, Musiksender und alles mögliche kannst du da drauflegen. Das finde ich voll schön. So, da seht ihr es nochmal. Der Blick nach hinten mit dem schönen Panoramadach. Also, ich finde den Innenraum echt schön, gelungen. Sitze geben so einen Seitenhalt. Und jetzt zeige ich euch das nochmal, wie viel Platz wir hinten haben. Also, es ist echt riesig, der Wagen. Das ist verrückt. Also, hier seht ihr es auch nochmal, wenn ich jetzt hier nochmal so durchschaue. So, könnt ihr es auch nochmal sehen. Aber wenn ich mich jetzt reinsetze, ich kann die Kamera nicht halten. Das ist ein X3. Und trotz Schiebedach ist es ja meistens immer so, dass wenn man Schiebedach bestellt, dass man nicht mal so viel Kopffreiheit hat. Ja, aber hier, schaut euch das mal an. Also passt noch ein ganzer Kopf von mir mindestens rein. Und du hast so ein Raumgefühl hier. Ich zeige euch das mal. Schaut mal hier. So viel Platz hier, wie viele alle sitzen können. Auch von den Beinen her. Ist jetzt hier, ich meine 1,83. Geht auch noch ein bisschen. Wenn ich jetzt hier sehe, kann ich sogar schön die Beine runter in den Sitz packen hier. Hier unten könnt ihr es auch nochmal sehen. Seht ihr es hier? Sitzheizung habt ihr hier, Klimabedienung, USB-C zweimal. Das habt ihr auf jeden Fall auch hier verbaut. Ja, also man sitzt hier sehr echt angenehm. Ihr könnt es hier auch nochmal sehen. Ja. Ja, also da ist Platz genug für die ganze Familie, auf jeden Fall. So, genug gequatscht. Wir fahren jetzt erstmal eine Runde. Dann wollen wir mal eine Runde düsen hier. Wetter ist noch gut. Gucken, vielleicht kriegen wir noch eine Messung hin, aber ich weiß es nicht. Ich probiere es einfach mal. Wir können hier noch die Rückfahrkamera sehen, also Qualität ist echt mega. Natürlich mit dem der Sonne im Hintergrund, perfekt. Aber die Auflösung ist echt immer wieder schön, wenn man dann, sag ich mal, jetzt andere fährt von Audi in VW. Da ist jetzt natürlich nicht so schön. Aber so der erste Eindruck, als ich hier eingestiegen bin, hatte ich ja hier gerade draußen schon mal gesagt, dass der Wagen mir so groß vorkommt, das kennt man eigentlich gar nicht mehr so. Früher war das irgendwie, ja, X5, also X5, X7 war schon, oder X6, ja, saß man schon sehr hoch. Aber jetzt im X3, dass die immer größer werden, natürlich auch immer teurer, das kommt noch da hinzu. Der Neupreis war hier knapp über 100, hatte mir der Timo gesagt. Aber da es ein Vorführwagen ist, da macht man natürlich alles mal rein und zeigt natürlich den Kunden alles, welche Ausstattung gut ist, welche nicht gut ist. Die Sitze sind sehr bequem, guten Seitenhalt, das finde ich immer sehr schön. Vor allen Dingen jetzt ja auch im X3, da brauchst du es ja eigentlich nicht. Leder verkleidet. Liebe Grüße an Stefan. So sieht der Innenraum aus. Das ist die andere Kamera. Und hier sind die Tasten noch alle. Induktive Ladestation. Ja, und so. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, ich hatte ja damals, boah, ich weiß nicht, 6, 7 Jahre mein BMW F10 535D. Ist schon Jahre her. Und damit bin ich auch, ich glaube, 150.000, 130.000 Kilometer gefahren und war immer schon so ein Diesel-Fan. Ich finde das immer so schön, wenn man dann so die neuen Motoren, die neuen Modelle und so jetzt fahren kann und dann so vergleichen kann. Und im Gegensatz zu früher ist das echt alles verrückt geworden. Und das ist jetzt hier einer Ende 2023, also 12/2023, hat knapp 5.000 Kilometer gelaufen. Und Curve-Display gibt es hier noch nicht. Ich glaube, das wird aber bestimmt in der neuen Generation kommen. Das kennt ihr alle. Und ansonsten, ja, das riesen Panoramadach, das ist einfach sehr schön und so lichtdurchflutet und das gefällt mir immer wieder. Vor allen Dingen kannst du das ja richtig weit aufmachen jetzt hier. Ist ja auch nicht bei jedem Modell so. Da liegst du immer Panoramadach und alle denken, das kann man aufmachen, aber geht auch nicht bei jedem Modell. Und ansonsten, wenn man jetzt mal schaut vom Fahrkomfort, ich werde gleich nochmal Autobahn fahren, werde ich Verbrauch nehmen, auch nochmal die Windgeräusche waren euch ja wichtig und ich schaue nochmal, ob ich 100 bis 200 messen kann. Ansonsten gucke ich nochmal, was ich nochmal reinschreiben wollte. Vielleicht ist das für euch interessant, so eine Versicherungseinstufung, weil bei X-Modellen ist das ja was ganz, ganz Spezielles. Wer es vielleicht noch nicht weiß, ich sitze so an der Quelle. Ich mache das seit Versicherung seit über 15 Jahren und habe auch noch eine eigene Firma, jetzt eine neue Firma. Die habe ich gekauft und da würde ich gerne mit euch, wenn ihr Bock habt, Sonntagabend hatte ich mal mir so überlegt, 18 Uhr bei Twitch, könnt ihr gerne mal reinschauen, ich blende das hier auch nochmal ein. Und da können wir über meinen neuen Job, weil ich so wenig Videos gemacht hatte, über Versicherung können wir quatschen. Dann, was ich mir für einen neuen Daily holen will. Ich habe ja noch einen Tesla Model 3 Performance, den will ich jetzt verkaufen und mir was anderes holen. Und das werde ich mit euch dann bequatschen am Sonntag. Alles Mögliche über mein M3, was da noch gemacht wird, das können wir noch gerne bequatschen hier. JP Performance, da habt ihr es ja gesehen, die letzten Tage kam wieder endlich M3 V8 Power wieder. Und wenn ich das höre in dem Video, und dann musst du nur grinsen, hast so viel Spaß immer dabei. Und dann kannst du das total nachvollziehen, wenn Jean-Pierre dann auch so ein Grinsen im Mund hat, wenn er den anmacht. Und du bist zwar nicht schnell, aber
das Erlebnis ist einfach genial. Vor allem, wenn du ein Gas gibst, Inventory und so alles drum und dran. Ja, da werden auch auf jeden Fall noch neue Videos kommen. Aber jetzt genug gequatscht von den Sachen. Ich werde jetzt mal schauen, Verbrauch, wie er sich hier so schlägt. So insgesamt, was er jetzt hier hat. Ich gucke mal nach. K. Was ich sehr gut finde auch mit dem Android Auto habe ich ja. Und das geht alles super fix, super schnell. 762 Kilometer. Haben wir jetzt einen Durchschnittsverbrauch von 11,6 Liter. Da korrigiert mich nochmal. Ich bin das so gewohnt damals von meinen knapp 300 Diesel PS. In meiner Limo natürlich ist es auch viel leichter als beim X, auch von der Windschnittigkeit was anderes. Da lag ich mit meinen 9 Litern in meinem Diesel damals schon sehr weit oben. Bin auch immer sportlich gefahren. Aber so um die 11,5 bis 12 Liter ist das normal für so einen X3 M40. Könnt ihr nochmal drunter schreiben. Aber ich werde das auch nochmal einblenden von den anderen Leuten da draußen, die den mal schon länger haben. Gucken wir jetzt gleich mal, wenn ich hier den Werte ab individual. Und jetzt mache ich mal Werte ab Werk. Das ist doch mal ganz wichtig. Und Werte ab Werk, das sind jetzt genau 4400 Kilometer, knapp 11 Liter. Ja, das ist schon, wie gesagt, dann habt ihr da auch schon mal so eine Richtung. Knapp 11 Liter. Wenn ihr jetzt Kurven fahrt, klar, merkt ihr das Gewicht. Und auch wenn er jetzt M40D steht. Geradeaus natürlich kommt da schon gut was nach vorne. Ich bin mal gespannt von der Zeit her, wo wir da liegen werden. Und Start-Stopp-Automatik, ich glaube, das nervt jeden von euch da draußen, dass das überall so ist. Aber da gab es einen guten Tipp von euch da draußen. Und man kann ja Sport individual einstellen und per Knopfdruck aufrufen. Und da kann man ja alles auf Komfort stellen. Und nur, dann ist die Start-Stopp-Automatik per Knopfdruck dann raus, wenn man Sport individual abruft. Aber das Gefühl hier, das Raumgefühl ist eigentlich der Hammer. Ey. Wenn ich so überlege, schaut das mal an hier, wie viel Platz da ist. Das ist echt beeindruckend. Und das ist ja ein X3. Aber das ist, glaube ich, auch so nicht für jeden, glaube ich, so gut, weil viele ärgern sich, glaube ich, schon, wenn die Autos immer größer, größer, größer werden. Wenn man jetzt wirklich in der Stadt wohnt, wo man kaum Parkplätze kriegt, dann ist das, glaube ich, auf Dauer schon nervig, wenn alle neuen Modelle immer, ja, immer größer werden. Das ist echt so von der Höhe. Wenn du so in der Bus entgegenkommt und du bist gar nicht so viel niedriger. So, machen wir nochmal alles Sport Plus. Das ist auf Individual eingestellt. Dämpfung ist auf Sport, Lenkung Sport, Motorsport, Getriebesport. Kann auch Sport Plus manchmal Getriebe. Motor machen wir Sport Plus. Lenkung machen wir Sport. Dämpfung auch Sport. Okay, und dann machen wir jetzt Individual. Da haben wir wirklich alles drauf. Jetzt 160. Windgeräusche sind schon hörbar. 160, 170, also ein bisschen windig draußen auch. Das kommt noch hinzu. Die Kurven ist auch alles kein Problem. Also ich schätze mal so eine Zeit, die werde ich dann mal noch so einblenden. 16, 17 Sekunden, glaube ich, will ich schon schätzen. Weil mein 5er damals, der leichter war, hat um die 17 noch was gebraucht, meine ich. Der ist hier schwerer. Müsste, glaube ich, auch so um den Dreh hinkommen. So, dann machen wir jetzt nochmal Verbrauchsfahrt. So, ich hatte die Automatik nicht auf ganz Sport. Ah. Das ist jetzt 10,6 Liter, das seht ihr hier. Da Gas gegeben wieder runter und das ist ein Sportmodus gewesen, das ist ein Komfort gewesen. Und wenn wir jetzt mal weitermachen, ab tanken 11,6 und ab Werk 10,9 innerhalb von 4427 Kilometer. Und jetzt machen wir mal individual zurücksetzen. Entweder mal 11,6 und machen wir mal auf 0. So, und jetzt fahren wir nochmal eine Runde. Ich werde hier mal so stramm gezogen. Das ist hier immer diese Active Guard. So, jetzt fahren wir mal so 120. Und das Coole ist, der hat ja auch hier Driving Assistant Professional. Also der hält den Abstand, hält die Spur. Das finde ich auch sehr hilfreich. Dass er den. Das Auto erkennt nebenan und er sagt wieder hier gelb
Hände gleich ans Lenkrad, sagt er. Es kommt gleich rot. Jetzt meckert er rum. Jetzt muss er mal das Lenkrad berühren. Und dann ist alles in Ordnung. So, fahre ich jetzt mal 120. Also doppelverglaste Fenster hat er auch hier, Akustikverglasung. Und trotzdem finde ich die Windgeräusche relativ hoch jetzt bei 120, 130. Ah, der Wind ist jetzt aber auch draußen echt stürmisch geworden. Wir haben jetzt so einen Durchschnittsverbrauch von 10 Liter bei 130. Kann man wieder nur 120 fahren. Also wenn man jetzt die ganze Zeit 100, 110, 100 darf man ja nur fahren, dann liege ich jetzt so bei 8 Liter im Momentanverbrauch und 7,1 Liter im Durchschnittsverbrauch. Verlinkt das sowieso nochmal unten in dem Kommentarbereich und in der Videobeschreibung. Das Inserat vom ProCar, was ich nur sagen wollte, der hat einen größeren Tank. Den konnte man auch noch dazu bestellen. Die maximale Reichweite schreibe ich dann auch nochmal drunter. Ist ja auch nicht ganz uninteressant, wenn man jetzt viel pendelt und viel mit dem Auto fahren muss. Also jetzt bin ich die ganze Zeit 100 gefahren, jetzt liegen wir bei 7 Liter im Durchschnittsverbrauch. Ja, und das Gute ist auch, beim Totwinkelwarner, der blinkt, dann fängt dann an zu blinken im Außenspiegel und gleichzeitig vibriert das Lenkrad. Das finde ich auch sehr gut. Und vom Fahrwerk merke ich gerade, wir sind jetzt hier über ein paar Bodenwellen gefahren. Es ist komfortabel, aber du merkst schon noch die Ruckel. Es ist kein 5er oder 7er, der das noch mehr, sag mal, wegbügelt. Aber wie gesagt, ich fahre jetzt auf Komfort, auf Sport, ist natürlich ein bisschen straffer dann noch. So, jetzt fahren wir mal wieder 130. Also Reichweite zeigt er mir an bei einem Viertelstand vom Tank. Zeigt er 204 Kilometer an. Ah, vielleicht könnt ihr das ja sehen, das ist jetzt hier ein Dreier. Seht ihr das hier, ein Dreier GT? Wie niedrig der ist. So, ich bin jetzt quasi 27 Kilometer gefahren. Relativ meistens 130, ein kurzes Stück 100, 110, so war es. Ja, und ich habe jetzt einen Verbrauch von 7,2 Liter. Also man kann den sparsam fahren. Lieben wir alle unseren 6-Zylinder-Diesel hier, dass er so viel Power hat und gleichzeitig auch so sparsam fahren kannst. Rechts 7,2 Liter, 27,8 Kilometer, alles im Komfort. Dann machen wir jetzt mal die lustige Runde, eine lustige letzte Runde, wie man denn jetzt quasi vom Verbrauch liegen würde, wenn man jetzt sportlich fährt. Weil das ist ja auch wichtig. Also kaufst du nicht so ein 340 PS Dieselhammer hier, wenn du hier nur am Kriechen bist. Deswegen machen wir jetzt alles hier auf Sport individual. Und jetzt machen wir natürlich auch Automatik auf Sport. Und jetzt bin ich mal gespannt, wo wir gleich liegen vom Verbrauch. Ihr könnt ja schon mal schätzen. Also die hatten ja gerade schon 12 am Anfang. Also ich schätze mal, boah, 15, 16 Liter, wenn wir jetzt immer so 180 fahren, wenn wir es schaffen. Ja, wir gucken mal, was wir hier rausholen vom Verbrauch. Also der Verbrauch ist auf jeden Fall gerade die ganze Zeit nach oben gegangen. Jetzt haben wir immer noch 205 Kilometer, wo wir mehr gefahren sind. Wir wollen ja mal gucken, was geht hier so durch, wenn man Spaß hat. Ja, das ist eher schon mein Ding. Also so langsam fahren und auf den Verbrauch achten, das bin ich nicht. Wenn man vielleicht länger fährt, dann hat man ja so einen kleinen Kampf immer innerlich. Schaffe ich noch ein bisschen weniger, schaffe ich noch ein bisschen weniger. So, jetzt haben wir mal ein bisschen Kurven hier. Merkst natürlich schon, dass er hier so ein bisschen Gewicht hat. Ja, 150, 160, 170, 180, 190, jetzt haben wir 200. Jetzt fangen die Bettgeräusche an, 180 bis 200, da merkst du schon jetzt flattern. Jetzt haben wir 170, jetzt bin ich mal gespannt hier. Aber man steht schon gut nach vorne. Das ist schon ganz cool. Natürlich jetzt kein Vergleich zum Benziner, wie wir im letzten Mal hatten. Bremsen sind auch sehr gut, aber da brauchst du eh nichts mehr bei den neuen Autos mit den Bremsen. So, sag ich mal, wenn du jetzt ein paar Mal von, was weiß ich, 250 runterbremst, ich glaube, dann merkst du es dann schon. Also jetzt gerade das Stück Beschleunigen hatten wir jetzt 16 Liter im Durchschnitt. Also wir sind auf jeden Fall höher als so die Jaguar F-Pace, den haben wir gerade überholt. Zum Tiguan ist auch echt klein dagegen. 180, der ist ja echt klein dagegen. Seht ihr das hier? Oder ist ein X2 ist das? Schleuding hier. 170, 180, 190. Oh ja, man steht schon aber gut nach vorne. Also ich merke jetzt nicht, dass er langsamer wird. Krass, ich hätte gar nicht gedacht, du Mensch, ich bin. Das ist der Vorteil vom Diesel. Ich glaube, ich bin noch so Benziner von der letzten Profahrt gewohnt. Mit dem hohen Verbrauch. Aber er sagt mir jetzt hier,
diesen 12 Kilometern, wo wir jetzt so 180 meistens gefahren sind, zwischendurch mal bis zu 120, 130, 12 Liter. Und da geht immer weiter runter jetzt der Verbrauch, weil wir jetzt 130, 140 fahren. Aber das ist natürlich am Diesel geil. Du kannst also echt ballern und der Verbrauch schießt nicht so in die Höhe und klaut dir so viel Reichweite wie beim Benziner. Und jetzt habe ich auch den Sport Plus Modus drin und Start-Stopp ist dann auch aus. Der Automatik schaltet echt schnell, du kriegst sogar so einen leichten Ruck immer. Das ist, glaube ich, so einprogrammiert, wenn du Sport Plus drin hast. Und der Sechszylinderklang ist auch da, aber ich glaube, der ist auch ein bisschen künstlich noch mal verstärkt. So, jetzt haben wir 190, 200. Jetzt hört man die Windgeräusche. Jetzt merkst du auch, wenn der Wind kommt, dass du schon so, so ein Windfänger bist hier, wenn da so eine Böe kommt. Ja. Jetzt haben wir hier 200. So, jetzt hört ihr die Windgeräusche eben halt. So, ich bin jetzt 26 Kilometer gefahren und ihr glaubt es nicht, ich bin richtig sportlich, wirklich 200, 180 und so. Und wir haben einen Schnitt von 11,5 Liter. Ja, es ist schon krass, oder? Dann denkst du so, boah, wenn du jetzt ballerst, der Verbrauch geht nach oben, aber nix. Das ist schon cool. Du brauchst kein schlechtes Gewissen haben, wenn du mal echt flott unterwegs bist. Beim Benziner wäre schon wieder die Hälfte weg, du. Aber dafür hat man beim Benziner vielleicht unter Umständen mehr Sound. Bei den neuen vielleicht nicht. Da ist auch viel digital gemacht. Aber schon cool. Ich bin mal gespannt, wieso der Verbrauch bei denen da draußen liegt, die den schon länger fahren. Ich habe die ganze Zeit ja wirklich die Automatik, hört ihr ja die ganze Zeit, auf Sport stehen, der zieht die Gänge so hoch. Also ich bin eigentlich alles dafür getan, dass der Verbrauch nach oben geht. Um die 11 Liter, ey, nicht schlecht. Dann macht das ja gleichzeitig noch mehr Spaß, so was zu fahren. Der Verbrauch jetzt 27,6 Kilometer, so wie gerade. Und um die 11 Liter. Einfach der Hammer. So Leute, ja, wir sind jetzt endlich wieder da bei BMW Brugger in Hagen. Da steht er noch. Und ist wirklich ein super schöner Wagen, hat echt viel Spaß gemacht. Ich habe Stefan auch nochmal gefragt, der ist dann schon länger gefahren. Er meinte so, perfekte Kombination. Und vor allen Dingen meinte er auch noch gerade, wenn du die Sommerreifen drauf hast, das ist auch nochmal ein riesengroßer Unterschied zum Fahren eben halt. Das macht schon sehr, sehr, sehr viel aus. Und ja, mir hat er echt gefallen. Sitze sind super gut, Verbrauch ist mega. Ich zeige ich dir jetzt nochmal von außen. Ich stelle mich nochmal hin hier. So sieht das aus. Ich bin auch echt super zufrieden, hat Spaß gemacht. Verbrauch ist ja der Wahnsinn, wenn man so überlegt. Man fährt so um die 11 bis maximal 12 Liter und du fährst so um die 180, 200. Das ist schon echt cool. Ja, das ist so, das ist schon das Geile am Diesel eben halt. Ja, seht das auch von hinten nochmal, die schönen Rückleuchten. Könnt ihr auch nochmal sagen, ob euch die auch so gut gefallen oder mögt ihr lieber die alten von früher. Und ich habe gerade noch ein X5 gesehen, den alten. Da steht er, seht ihr das hier? Das ist der alte. Ne, ist der alte X3. Seht ihr das hier? Ah, was für ein Zufall. Da seht ihr, das ist ein Unterschied. Da wollten wir gerne so einen Vergleich machen. Aber jetzt habe ich keinen hier gesehen von der Größe, wo man da so einen Unterschied hat. Gehen wir nochmal rein. So sieht es jetzt im Dunkeln aus mit Ambientbeleuchtung. Seht ihr das hier? Natürlich auch sehr schön alles. Ja, Stefan meinte auch noch gerade, weil ich ihn auf die Windgeräusche angesprochen hatte, dass, ja, die müssten, glaube ich, hier nochmal hochgezogen werden, die Scheiben richtig eingestellt werden und dann wäre das auch kein Problem. Ja, so sieht es jetzt von hier nochmal aus. Da habt ihr mal so einen Anblick. Das ist echt mega hier. So viel Platz hier drin, das ist echt krass. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Also könnt ihr nochmal drunter tickern, was ihr so vom X-Reihe haltet. Sagt ihr mir, Sascha, ja, X-Modelle sind nicht so gut oder gerne mehr zu X-Modellen, vielleicht X5, X6, X7 gibt es ja auch noch. Ja, das überlege ich mir dann. Ansonsten, wenn ihr Bock habt, heute Abend, wenn das Video hochkommt, ist ja Sonntag, heute Abend, 18 Uhr, Twitch, schaut mal vorbei, dann können wir da gerne eine Runde quatschen. Und ihr könnt mir dann auch sagen, was ihr haben wollt für neue Videos, neue Autos und das soll es gewesen sein. Lasst einen Daumen da oben da, ein Abo gerne auch und dann sag ich mal bis die Tage, haut rein. Ciao, ciao.